So spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Mit diesen Worten aus dem Buch des Propheten Jesaja, dem Wochenspruch für die neue Woche, möchte ich alle ganz herzlich zum Gottesdienst heute Morgen begrüßen. Begrüßen möchte ich auch diejenigen, die diesen Gottesdienst später oder jetzt im Internet zu Hause verfolgen werden oder als Aufnahme hören werden. Ich freue mich, hier bei Ihnen, bei euch, heute Morgen im Gottesdienst zu sein und diesen Gottesdienst gemeinsam mit euch, mit Ihnen zu feiern. So spricht Gott, der Herr, der dich geschaffen hat. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wir haben einen Gott, der zu uns spricht, zu dir, zu mir ganz persönlich. Wir haben einen Gott, der zu uns spricht und der Ja zu uns sagt, Ja zu unserem Leben. Er sagt mir, mein Leben ist kein Zufall. Ich habe dich geschaffen. Dein Leben, es kommt von mir. Wir haben einen Gott, der zu uns spricht, der Ja zu uns sagt, auch am Ende unseres Lebens. Er sagt mir, mein Leben hat ein Ziel. Ich gehöre zu ihm für immer. Ich habe dich erlöst, sagt er. Wir haben einen Gott, der zu uns spricht, der in der Taufe Ja zu uns sagt. Ja, so wie wir sind. Er sagt mir, ich kenne dich. Ich weiß, was dein Herz bewegt und ich bin dir nahe, ganz nahe, jederzeit. Wir haben einen Gott, der zu uns spricht, der schon längst Ja zu uns gesagt hat in der Taufe. Und er wartet. Er wartet darauf, dass wir auf dieses Ja auch antworten, dass wir Ja zu ihm sagen. Und dass wir dann losgehen und nicht schweigen von dem, was er für uns getan hat. Dass wir weiter sagen, dass wir einen Gott haben, der allen Menschen Leben geben will. Leben für immer. Herr, segne du jetzt diesen Gottesdienst. Lass uns dein Wort hören, dein Ja zu uns. Auf dieses Ja lass uns ganz fest vertrauen, denn du lässt uns nicht fallen. Du stehst zu uns, was auch kommt. Herr, dafür danke ich dir. Amen. Ich habe der Gemeinde Folgendes bekannt zu geben. Herzlich einladen möchte ich zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, am 31.07. um 10 Uhr, auch hier wieder dann in der Kirche. Einladen möchte ich auch zur Bibelstunde am Freitag um 20 Uhr im Vereinshaus in Oberschelden und zur Gebetszeit sonntags um 19.30 Uhr ebenfalls im Vereinshaus in Oberschelden. Die Kollekte am letzten Sonntag für Projekte mit Langzeitarbeitslosen ergab 101,42 Euro. Im Klingelbeutel waren 75,95 Euro. Heute ist die Kollekte bestimmt für die Partnerschaftsarbeit unseres Kirchenkreises. Durch ein festes jährliches Budget, finanziert aus Spenden aus dem Kirchenkreis Siegen, werden Familien im tansanischen Kirchenkreis Magaribi in die Lage versetzt, die Kosten für Schulgeld und Ausstattung mit Lernmaterialien für ihre Kinder bezahlen zu können. Mit ihrer Kollekte helfen sie mit, dass die nötigen Gelder dazu bereitgestellt werden können. Vielen Dank dafür. Wir wollen jetzt miteinander das erste Lied singen, Lobt Gott, den Herrn der Herrlichkeit. Thank you.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang und unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der das Werk seiner Hände niemals loslässt. Wir wollen beten mit alten Worten aus der Bibel, mit Worten aus dem Psalm 139. Ich werde beginnen und bitte dann alle jeweils die eingerückten Verse miteinander zu beten. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und blieb am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, lieber Vater im Himmel, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Es tut gut, das zu hören, in all der Unsicherheit in dieser Zeit. Es tut gut, dass du uns daran erinnerst. Du bist da in unserem Leben, an jedem Tag, wo immer wir auch stehen. Nicht jeder Tag ist wie der andere. An manchen Tagen gelingt uns alles. Da könnten wir die ganze Welt umarmen. Da wissen wir dann nicht, wohin mit unserer Freude. An anderen Tagen, da geht alles schief. Da sind wir am Boden. Oder wir fürchten uns vor dem, was kommt. Und dann sind da all die Tage, an denen ist alles ganz alltäglich. Da machen wir das, was wir immer machen. Da passiert nichts Besonderes. Aber egal, wie unsere Tage auch aussehen, egal, was wir erleben an diesen Tagen, Gelungenes oder Scheitern oder das ganz normale Einerlei des Alltags, du bist immer da, du bist mit dabei, du bist da in unserem Leben. Kein Moment unseres Lebens sind wir ohne dich. Kein Moment unseres Lebens müssen wir auf deine Nähe verzichten. Schon am Morgen, wenn wir aufstehen, bist du da. Und am Abend, wenn wir schlafen gehen, bist du immer noch da. Danke, Herr, für diese Gewissheit in diesen unübersichtlichen und schwierigen Zeiten. Für diese Gewissheit, dass du da bist an unserer Seite, weil du uns liebst und weil du nicht ohne uns sein willst. Das hast du uns gezeigt durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt, heute und morgen und für immer. Amen.
Ich bin bei euch. Das ist Gottes Versprechen an uns Menschen von Anfang an. Ich bin bei euch und dieses Versprechen gilt. Es hängt nicht davon ab, ob wir das sehen, ob wir das spüren, ob uns das immer auch bewusst ist. Es hängt noch nicht einmal davon ab, ob ich immer so lebe, wie Gott es möchte. Es hängt nicht davon ab, ob ich Fehler mache oder nicht. Ich bin bei euch. Das gilt. Das gilt, weil Gott es versprochen hat. Weil Gott das, was er geschaffen hat, so wie wir es am Anfang des Gottesdienstes gehört haben, niemals loslässt. Weil er uns nicht loslässt und uns nicht fallen lässt. Ich bin bei euch. Das gilt. Weil Gott das nie zurücknimmt. Es gilt, auch wenn wir es oft kaum glauben können. Es gilt heute genauso wie morgen. Es gilt in Ewigkeit. Ich bin für euch da, sagt Gott. Habt keine Angst. Ich lasse euch nicht allein. So hat es Gott seinem Volk durch den Propheten Jesaja noch einmal sagen lassen. Im 43. Kapitel seines Buches hören wir diese Worte. Worte, mit denen Gott auch uns daran erinnert. Ich kenne dich und ich bin für dich da. Und ich habe mit dir und ich habe mit deinem Leben etwas vor. Gott erlöst sein Volk. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld, Kusch und Seba an deiner Stadt. Weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich und weil ich dich lieb habe, gebe ich Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Wir singen nun das nächste gemeinsame Lied. Thank you.
Wir wollen Gott auf sein Wort antworten, indem wir gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen gemeinsam: Ich stehe in meines Herrn Hand. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Herr unser Gott, regiere du nun durch deinen guten Geist unser Reden und Hören. Amen. Mein Schwager hat seit längerem ein Boot, das liegt in Holland.
jetzt kein kleines Ruderboot, sondern schon so eins, wo man auch mit 3 oder 4 Leuten schon mal drauf übernachten kann. Und weil ich ab und zu schon mal mit ihm dahin fahre und auch mit dem Boot fahre, habe ich mir überlegt, es kann ja auch nicht schaden, wenn man den Bootsführerschein macht. Dann lernt man dann so die Wasserverkehrszeichen, die so ein bisschen anders sind als die im Straßenverkehr. Man lernt die Vorfahrtsregeln, auch die gibt es auf dem Wasser. Und bei der Prüfung gibt es dann nicht nur die Theorie, das ist ähnlich wie bei der Führerscheinprüfung, es gibt auch praktische Aufgaben. Also wie legt man richtig ab, wie legt man richtig an. Aber die wichtigste Übung ist Mann über Bord. Denn da muss jeder Handgriff und jede Anweisung sitzen. Jedes Kommando muss klar sein, muss eindeutig sein. Damit das im Ernstfall, wenn das wirklich mal passiert, auch wirklich sitzt. Dass man dann nicht erst überlegen muss, Mensch, wie war das denn noch? Was muss ich jetzt machen? Was muss ich als erstes tun? Da ist Handeln gefragt, nicht überlegen. Konsequentes Handeln, um den, der da im Wasser treibt, zu retten. Und da gibt dann der Bootsführer klare Anweisungen, und die muss jeder dann befolgen. Es ist dann nicht die Zeit, nochmal darüber zu diskutieren. Also ich würde das jetzt aber mal anders machen und könnte das nicht auch mal so versuchen. Oder die Diskussion darüber, ob der, der da jetzt im Wasser liegt, nicht auch selbst schuld dran ist, dass er im Wasser liegt, weil er eben nicht aufgepasst hat. Hätte er mal besser aufgepasst. Nein, es gibt klare Handlungsanweisungen. Motor stoppen, damit der, der im Wasser treibt, nicht in die Schraube gerät. Den Rettungsring zuwerfen. Dann das Ruder hart einschlagen und dann langsam einen Halbkreis fahren auf den im Wasser Treibenden zu und ihn wieder an Bord ziehen. Alles klar geregelt, weil es im Ernstfall darum geht, ein Menschenleben zu retten. Um solche klaren Anweisungen geht es auch um die Worte, die wir gleich hören werden. Klare Anweisungen, die Jesus uns gibt und bei denen es auch darum geht, sie umzusetzen, konsequent zu handeln, weil es auch da darum geht, Menschenleben zu retten. Sie jetzt nicht aus dem Wasser zu retten, nein, aber davor zu retten, das Leben, das Gott ihnen schenkt, zu verpassen, zu verspielen, für immer zu verspielen. Ich lese Worte Jesu aus dem 28. Kapitel des Matthäusevangeliums. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin, mache zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Es ist ein besonderer Moment da auf dem Berg. Jesus verabschiedet sich von seinen Jüngern. Aber er sagt ihnen nicht so, das war's jetzt. Er sagt ihnen so, jetzt geht's los. Jetzt geht's los für euch, jetzt seid ihr dran. Jesus sagt ihnen, ich habe meinen Auftrag, meine Mission erledigt. Es ist erfüllt. Ich habe den Menschen gesagt, Gott sucht euch, er will euch retten. Er möchte euch Leben geben, ein Leben mit ihm, ein Leben mit einem klaren Sinn, mit einem festen Ziel, ein Leben für immer. Und Jesus sagt, ich habe den Menschen das gesagt mit meinen Worten, ich habe es ihnen gezeigt mit meinem ganzen Leben. Ich habe ihnen immer wieder gezeigt, dass Gott keinen einzigen Menschen verloren gibt. Dass es für Gott keinen hoffnungslosen Fall gibt. Gott will alle Menschen retten. Jeder ist eingeladen. Jeder ist eingeladen, Gott zu vertrauen, Gott sein Leben anzuvertrauen, diese Einladung zum Leben auch anzunehmen. Jesus selbst hat von sich gesagt, der Menschensohn ist gekommen, um die zu suchen, die verloren sind. Um die zu retten, die verloren sind. Das war sein Auftrag in dieser Welt, die zu retten, die Gott in ihrem Leben verloren haben, die ohne ihn leben und die ohne ihn das Leben verpassen. Um das Beispiel vom Anfang noch einmal aufzunehmen, er ist gekommen, um die zu retten, die über Bord gegangen sind und die ohne Hilfe auch nicht wieder an Bord kommen, die jemanden brauchen,
der sie aus dem Wasser zieht und der sie dann wieder in Sicherheit bringt. Und dazu ist Jesus gekommen, am Kreuz gestorben, dafür ist er für uns auferstanden. Und hier auf dem Berg jetzt, da sagt er seinen Jüngern, meine Mission ist erfüllt, jetzt seid ihr dran. Es ist jetzt eure Aufgabe, eure Mission, diese Welt zu retten, Salz der Erde zu sein, Licht für diese Welt, die Menschen zu retten, weil Gott nicht will, dass auch nur einer verloren geht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist das, wozu Jesus in die Welt gekommen ist. Es ist das, was Gott will für alle Menschen. Und das, sagt Jesus, ist jetzt eure Aufgabe, Menschen diesen Rettungsring zuzuwerfen. Wie gesagt, bei dem Manöver Mann über Bord, da braucht es klare Anweisungen, damit der, der im Wasser liegt, was er treibt, rausgezogen werden kann, gerettet wird, bevor er untergeht. Und klare Anweisungen sind genau das, was Jesus seinen Jüngern auch gibt. Überschrieben ist der Text in der Luther-Übersetzung der Missionsbefehl. Sehr passend. Denn es geht um Mission und da wird etwas befohlen. In diesen wenigen Versen kommen gleich 4 Befehlsformen vor. Gehet, machet, taufet und lehret. Klare Anweisung, da wird nicht lange diskutiert. Jesus sagt ihnen nicht, bildet jetzt doch erst einmal einen Arbeitskreis. Diskutiert doch mal darüber, wie das jetzt weitergehen kann. Und fragt euch doch mal, ob Mission denn überhaupt jetzt noch dran ist. Ob Mission nicht irgendwie überholt ist. Kann man den Menschen damit denn überhaupt noch kommen? Das ist ja eine der Fragen heute mit Mission. Kann man den Menschen noch kommen mit solchen Begriffen wie Sünde oder Gnade? Kann man den Menschen noch sagen, ohne Gott bist du verloren? Ohne Gott verlierst du das Leben, egal was du aus deinem Leben auch machst, egal ob du es auf die Reihe kriegst oder nicht. Geht das noch? Muss man nicht heute da ganz andere Konzepte und Strategien entwickeln? Kann man das noch so einseitig sagen, Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben? Kann man das noch so sagen, dass er der einzige Weg ist, der zum Vater führt, der zum Leben führt, zu diesem Leben, das bleibt? Viele stellen das heute in Frage, dass man das noch so einseitig sagen kann. Muss man nicht offen bleiben, offen nach allen Seiten, offen auch für andere Religionen, offen für das, was sich Menschen sonst so als Lebenskonzept zurechtlegen? Die Anweisungen, die Jesus seinen Jüngern gibt, die lassen da aber keinen Raum für solche Diskussionen. Da ist nicht diskutieren angesagt, nicht alles bis ins kleinste Detail schon mal klären, bevor man losgeht, nicht schon mal alles abwägen, bevor man den ersten Schritt macht. Nein, Jesus sagt, macht, macht euch auf den Weg. Geht, machet, taufet, lehret. Immer wieder hört man heute, die Kirche verliert an Bedeutung für die Menschen. Ist kaum noch relevant für unsere Gesellschaft. Zu wirklich wichtigen Themen hat die Kirche nichts zu sagen. Und genau deshalb kommt sie im Leben vieler Menschen auch gar nicht mehr vor. Vielleicht noch so zu besonderen Ereignissen, zu besonderen Anlässen, zur Hochzeit, zur Taufe, zur Beerdigung. Da ist Kirche noch gefragt, dann aber eher als Dienstleister. Aber ansonsten, es scheint scheinbar für viele auch ohne Kirche, ohne die Gemeinde zu gehen. Auch hier bei uns. Circa 12.000 Menschen gehören bei uns hier zur Emmaus-Gemeinde, sind evangelisch. 12.000. Jetzt kann man mal überlegen, wo kommen die in der Gemeinde denn vor? Wo tauchen die auf? Die meisten finden das wahrscheinlich alle ganz gut, dass es noch die Kirche im Ort gibt. Wenn man sagen würde, würde die Kirche hier abschaffen, würde die Kirche hier zumachen, dann würde es einen Sturm der Entrüstung geben. Das ist hier in Gosenbach so, das wäre auch in Schelden, in Eiserfeld und in Eisern so. Wir haben es in Grinsdorf mit dem Gemeindehaus erlebt. Das ist vielen wichtig, dass es dieses Haus gibt. Da spenden ganz viele Leute für dieses Haus, die nie einen Gottesdienst in diesem Haus besuchen. Wie gesagt, die meisten finden das gut, dass es Kirche, Gemeinde vor Ort gibt. Nur wenn man sich fragen würde, brauchst du die Kirche? Die meisten würden sagen, eher nicht. In meinem Alltag kommt die Gemeinde nicht wirklich vor. Mein Leben, das läuft ja eigentlich auch ohne. Und meistens ja, oder für die meisten auch ganz gut. Deshalb ist es gut, es ist wichtig, sich als Kirche, als Gemeinde
immer wieder vor Augen zu führen. Was ist denn eigentlich unsere Aufgabe, unsere ureigenste Aufgabe? Und da ist die Bibel eben sehr eindeutig. Die erste und die wichtigste Aufgabe von Kirche und Gemeinde ist es, Menschen zu retten. Menschen zu retten, die über Bord gegangen sind, ihnen diese rettende Botschaft zu bringen, dass der lebendige Gott sie liebt und dass er sie nicht aufgibt, dass er sie nicht einfach untergehen lässt in all dem, was in ihrem Leben manchmal auch über ihnen zusammenschlägt, dass er sie retten will, dass er sie in Sicherheit bringen will, dass er sie wieder ins Boot holen will. Und die Frage an uns als Kirche, an uns als Gemeinde ist heute, machen wir das auch? Was sind wir eigentlich? Um beim Bild vom Boot zu bleiben, sind wir so eine Rettungsstation, dass wir mit dem Boot rausfahren, um Menschen zu retten, immer wieder neu. Fahren wir raus, um Leben zu retten? Sind wir eine Rettungsstation oder sind wir vielleicht eher zu einem Yachtclub geworden, wo wir dann gerne zusammenkommen, das Miteinander genießen, gute Bekannte treffen, aber dann doch eben unter uns bleiben und auch nach außen hin so den Eindruck vermitteln, das ist schon so was Exklusives hier. Es ist was Besonderes, wenn man dazugehört. Wir würden das als Gemeinde, als Kirche weit von uns weisen und sagen, wir sind ja nichts Exklusives, nichts Besonderes, es kann doch jeder kommen. Das ist unsere Innenwahrnehmung. Die Außenwahrnehmung ist oft eine ganz andere. Da halten uns Menschen schon für exklusiv und schon für etwas Besonderes, wenn man dazugehört. Deshalb die Frage, was sind wir als Kirche, als Gemeinde? Sind wir Rettungsstation oder sind wir ein Yachtclub? Der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt, der ist ganz klar. Wir sollen Rettungsstation sein. Darum geht hin, sagt Jesus, raus aus dem Schutz und der Geborgenheit der eigenen vier Wände, der Wände von Kirche, von Vereinshaus, von Gemeindehaus. Raus aus den kuscheligen Gruppen, wo jeder jeden kennt, wo jeder weiß, was der andere denkt und was der andere glaubt, wo es auch wenig Reibungspunkte gibt, raus aus meiner Komfortzone. Geht hin, sagt Jesus. Er hat nicht gesagt, zieht euch zurück, bleibt unter euch. Nein, er hat gesagt, geht hin. Und deshalb ist es gut, so als Zeichen, dass wir unser Gemeindefest im August eben nicht in einer unserer Kirchen feiern, dass wir es draußen feiern, dass wir uns auf den Weg machen. Und ich wünsche es uns, dass wir eben da eben nicht nur wieder unter uns sind, sondern dass wir Menschen erreichen, dass Menschen sich auf den Weg machen, dass Menschen nochmal neugierig werden. Denn Gemeinde ist nur dann Gemeinde und Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie genau das macht, was Jesus gemacht hat. Nämlich bei den Menschen zu sein. Bei denen, deren Leben gelingt, genauso wie bei denen, deren Leben scheitert. Genauso bei denen, die auf der Suche sind, nach dem, was ihrem Leben Halt gibt. Da ist unser Platz als Gemeinde, als Kirche. Geht hin, sagt Jesus. Das ist dran, damals bei den Jüngern und heute bei uns. Wir haben uns weitgehend damit begnügt, die Türen aufzumachen, abzuwarten, ob jemand kommt. Und es gab Zeiten, da sind die Menschen auch gekommen. Heute ist das eben anders. Aber wir machen unsere Türen auf und sagen, wir bieten ja auch jede Menge an. Es gibt bei uns viele Gottesdienste, es gibt Kreise und Gruppen, es gibt Freizeiten für Jugendliche, es gibt Zeltlager oder was auch immer. Wir sind doch offen für alle, sagen wir. Es kann doch jeder kommen. Aber es wäre so, als würden wir in dem Boot warten, bis der, der über Bord gegangen ist, sich selbst rettet. Wenn der zu uns aufs Boot, zum Boot geschwommen kommt und dann an Bord klettert, sich selbst in Sicherheit bringt. Aber das reicht eben oft nicht aus, dass ich mit dem Boot irgendwo in der Nähe bin und abwarte, was denn jetzt passiert. Und vielleicht noch winke und sage, hier bist du in Sicherheit, komm hierher, schwimm hierher. Es reicht nicht. Für die Rettung muss ich aktiv werden. Muss den Rettungsring werfen, muss das Boot wenden, muss hinfahren zu dem, der da über Bord gegangen ist. Ihm an Bord helfen, weil er das alleine oft nicht schafft, weil die Bordwand zu hoch ist und weil für viele einfach auch die Schwelle manchmal zu hoch ist, eine Kirche oder ein Vereinshaus zu betreten, auch wenn wir uns das selbst nicht vorstellen können. Und Jesus sagt, wenn du meine Mission weiterführst, wenn du Menschen retten willst, dann warte nicht ab. Geh hin zu den Menschen,
Geh hin zu denen, die ihr Leben ohne Gott leben. Geh hin zu ihnen und zeig ihnen, dass ihr Leben mehr ist. Nicht nur das, was sie selbst daraus machen. Macht euch auf den Weg hin zu denen, die mit ihrem Leben gescheitert sind, die am Ende sind. Auch zu denen, auf die alle mit dem Finger zeigen, die nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Macht euch auf den Weg auch hin zu denen, die alles haben in ihrem Leben, die zufrieden sind mit dem, was sie erreicht haben. Macht euch hin auf den Weg zu denen, die auf der Suche sind, denen etwas fehlt, denen Orientierung fehlt für ihr Leben. Geht los, die erste klare Anweisung. Mache zu Jüngern alle Völker, geht hin zu den Menschen und ladet sie ein zum Glauben. Ladet sie ein zu einem Leben mit Jesus. Ladet sie dazu ein, es einmal mit diesem Vertrauen auf Jesus zu wagen. Ladet sie ein, das zu erleben, dass dieses Vertrauen wirklich tragen kann, dass es Mut macht, auch Neues zu wagen. Machet, sagt Jesus. Es klingt ja so ein bisschen so, als käme es da nur auf das richtige Konzept, auf die richtige Methode an. Aber nein, machen kann ich das nicht, dass jemand auf Jesus vertraut, dass jemand glaubt, dass jemand beginnt, Jesus nachzufolgen, sein Leben mit Jesus zu leben, sein Jünger oder seine Jüngerin wird. Machen kann ich das nicht, aber ich kann dazu einladen. Ich kann anderen davon erzählen, dass Vertrauen auf Jesus sich lohnt und dass es mich ganz persönlich in meinem Alltag auch bereichert, dass es meinem Leben eine andere Perspektive gibt. Und davon kann ich erzählen und ich kann es leben. Ich kann mich bemühen, dass das, was ich sage, auch zu meinem Leben passt. Und den Rest, den darf ich dann auch getrost Gott, den darf ich Jesus überlassen. Ihn überlassen, was er daraus macht. Dass er dadurch seinen Geist auch wirkt. Dass einem Menschen das auch aufgeht, dass etwas in ihm aufgeht, was ihm in seinem Leben bisher gefehlt hat. Aber die Frage ist dann eben auch, wo machen wir das denn? Wo machen wir andere? Wir müssen ja nicht ganze Völker zu Jüngern machen. Wäre schon mal schön, wenn wir mit unserem Nachbarn beginnen würden. Nur wo machen wir das? Andere zum Glauben einladen, von dem erzählen, worauf wir vertrauen. Wenn ich meinen Nachbarn treffe am Gartenzaun oder auf der Straße, wenn ich Freunde treffe, worüber redet man dann? Über das Wetter, gerade so in der letzten Woche, über die Hitze, dass wir ja hier bei all der Hitze immer noch Glück gehabt haben. Oder reden wir über unsere Gesundheit, ob man schon Corona gehabt hat oder eben noch nicht, über die dritte oder die vierte Impfung oder über den Urlaub, den man schon hinter sich hat oder der jetzt ansteht. Aber die Frage ist, weiß mein Nachbar, weiß mein Freund, dass ich an Jesus glaube und was mir das bedeutet, dass mir das wichtig ist, dass mir das etwas gibt für meinen Alltag? Wo merken andere das an mir? An meinen Worten? Oder viel öfter vielleicht noch, ohne dass ich den Mund aufmache. Mein Leben kann da viel mehr verraten, als ich mit Worten sagen kann. Oder es kann eben auch viel verschweigen. Und die dritte Anweisung, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Taufe ist Gottes Ja, uneingeschränkt, bedingungslos. Gottes Ja zu jedem Menschen. Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Das ist für mich eine tolle Beschreibung für das, was Taufe bedeutet. Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft zwischen Gott und einem Menschen. Mit all dem, was zu einer Freundschaft dazugehört. Gott verspricht mir, ich bin für dich da. Und darauf kannst du dich verlassen. Ich lasse dich nicht fallen, auch wenn du mich in manchen Momenten deines Lebens enttäuscht. Ich bin bei dir, dein Leben lang und über dieses Leben hinaus. Und Jesus sagt, tauft die Menschen. Ladet sie ein zu dieser wunderbaren Freundschaft mit Gott. Zu einer Freundschaft, die ein Leben lang und darüber hinaus hält. Ladet sie ein, in dieser Beziehung mit Gott zu leben. Jeden Tag neu darauf zu vertrauen. Gott geht mit mir hinein in diesen Tag und er geht mit mir durch diesen Tag. Durch alles, was der Tag bringt. An Höhen oder auch an Tiefen. Ich darf sicher sein, Gott ist da. Und ist es nicht genau das, was Menschen im Moment brauchen, wonach sich viele Menschen gerade sehnen? Nach so einem Stück Geborgenheit, nach einem Halt in all der Unsicherheit, in all den Krisen,
in diesen Wochen und Monaten. Und wir wissen doch, was uns hält. Wir wissen doch, was uns trägt in aller Unsicherheit, in all den Fragen im Moment. Wir wissen, wir haben einen Gott, der uns nicht loslässt, der Ja zu uns gesagt hat und der zu diesem Ja bedingungslos steht. Lasst uns das weitergeben, gerade jetzt, weil das jetzt dran ist, weil Menschen sich danach sehnen, spürbar danach sehnen, die einen ganz bewusst und vielleicht einige andere nur unbewusst. Aber Menschen sehnen sich nach dieser Geborgenheit und dieser Sicherheit, weil alle anderen Sicherheiten im Moment gefühlt wegbrechen. Und die letzte Anweisung, lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Jesus sagt, gebt das weiter, was ich euch gesagt habe. Gebt es weiter, was ich für euch getan habe. Schweigt nicht von dem. Sagt den Menschen, diese wunderbare Freundschaft mit Gott, die wird auch euer Leben verändern. Sie hat Folgen. Sie zeigt euch, was wirklich wichtig ist in eurem Leben. Sie gibt euch Orientierung. Sie gibt euch andere Maßstäbe an die Hand, nach denen ihr handeln könnt. Die euch sagen, wie ihr mit euren Mitmenschen klarkommt, wie ihr selber mit eurem Leben klarkommt und wie die Beziehung zu Gott in Ordnung bleibt. Gehet, machet, taufet, lehret. 4 klare Anweisungen. Leicht zu merken. Aber das auch umzusetzen, vielleicht hat mancher jetzt auch gedacht, ist das nicht auch eine Nummer zu groß? Ist eine ganz andere Nummer, das umzusetzen. Menschen zu retten, die ganze Welt zu retten. Den Jüngern scheint das damals so gegangen zu sein. Am Anfang dieses Abschnittes heißt es, als sie Jesus wieder begegnen, da ist erstmal nicht große Freude bei allen, sondern heißt es, einige aber zweifelten, lesen wir. Woran auch immer, da steht da nicht. Vielleicht zweifeln sie auch an ihren Möglichkeiten, das umzusetzen, was Jesus ihnen anschließend mit auf den Weg gibt. Und deshalb ist es gut, dass Jesus seine Nachfolger, seine Jünger damals und auch uns heute als Gemeinde nicht einfach ins kalte Wasser wirft. Dass er nicht einfach sagt, ihr macht das schon, kein Problem. Nein, am Anfang steht nicht, ihr macht das schon. Am Anfang steht, Jesus macht das schon. Jesus sagt ihnen, ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden. Eben wie gesagt, nicht ihr macht das schon, sondern ich mache das schon, gibt Jesus ihnen mit auf den Weg. Und am Ende steht, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das heißt, ihr seid nicht auf euch allein gestellt, sondern ich bin dabei. Und Jesus sagt, umgeben von diesen Zusagen könnt ihr losgehen. Deshalb lasst uns Menschen einladen. Lasst uns Menschen taufen. Lasst uns ihnen immer wieder sagen, dass ein Leben mit Jesus sich lohnt. Lasst uns rausfahren und Menschen retten. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft. Er bewahre unser Herz und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Wir singen gemeinsam, wo ich auch stehe. Ich möchte dazu ganz kurz was sagen. Ist ja mittlerweile bekannt, das Lied, wo ich auch stehe. Ich habe mich auf was anderes vorbereitet und versuche das jetzt noch kurzfristig hinzukriegen. Hier stehen nämlich keine Noten, nur Akkorde. Deswegen könnte es ein bisschen holprig werden. Singt einfach weiter, wenn ich falsch spiele. Und singt laut. Ja, und laut.
Verstorben ist Frau Monika Schmidt, geborene Block aus Gosenbach, im Alter von 72 Jahren. Die Trauerfeier zur Beerdigung findet morgen um 14 Uhr hier auf dem Friedhof in Gosenbach statt. Wir wollen an ihre Angehörigen jetzt ganz besonders denken, wenn wir im Gebet alles vor Gott bringen, was uns bewegt. Lasst uns beten. Jesus Christus, du traust uns viel zu. Deine Mission, deinen Auftrag sollen wir weiterführen, als Kirche, als Gemeinde, jeder ganz persönlich. Wie der Vater dich gesandt hat, so sendest du uns jetzt hinein in diese Welt. Menschen retten sollen wir, Menschen einladen zum Leben. Dazu hast du uns heute Morgen noch einmal klare Anweisungen gegeben. Du schickst uns los hin zu den Menschen, die dich noch nicht kennen, hin zu denen, die für dich keinen Platz mehr haben in ihrem Leben. Aber auch hin zu denen, die sich schwer tun mit dem Glauben, weil sie vieles erlebt haben, was sie auch zweifeln und manchmal auch verzweifeln lässt. Du schickst uns los, Herr, aber nicht allein. Du hast uns versprochen, ich bin bei euch, jeden Tag. Und deshalb bitten wir dich, Herr, gib du uns immer wieder den Mut, loszugehen, hin zu den Menschen. Lass uns das auf den Nägeln brennen. Lass uns da mit dem ganzen Herzen bei der Sache sein. Gib uns die nötige Fantasie und die Ideen und vor allem die Liebe, die wir brauchen, um Menschen zu dir einzuladen, um Menschen zu sagen und zu zeigen, dass ein Leben mit dir sich wirklich lohnt. Lass uns nicht vergessen, was du uns versprochen hast. Siehe, ich bin bei euch. Herr, lass uns hingehen zu denen, die im Moment leiden an der Unsicherheit, was auf sie zukommen wird. Wie sie klarkommen werden, wenn jetzt alles komplizierter, wenn alles teurer wird. Wir bitten dich für alle, denen alles zu viel wird, deren Gedanken sich im Kreis drehen, denen all das, was jetzt gerade passiert, auf der Seele lastet und sie zu Boden drückt. Lass uns sie erinnern an das, was du versprochen hast. Siehe, ich bin bei euch, auch in euren Fragen und Zweifeln. Herr, lass uns hingehen zu denen, die von deiner Nähe in ihrem Leben in diesen Tagen so wenig sehen oder spüren. Wir denken an die Menschen in der Ukraine, die Angst haben vor dem Krieg und vor seinen Folgen. Wir denken an die Menschen, die ihre Heimat verloren haben, die auf der Flucht sind, auf der Suche nach Frieden und Sicherheit. Sei du ihnen nahe und lass uns sie erinnern an das, was du versprochen hast. Siehe, ich bin bei euch, auch in eurer Not. Herr, lass uns hingehen zu denen, die es gerade nicht leicht haben, die krank sind und nicht wissen, wie es ausgehen wird. Hin zu denen, die einsam und allein sind, die niemanden haben, der nach ihnen fragt. Und hin zu denen, die trauern um einen Menschen, den sie verloren haben. Wir denken ganz besonders an die Angehörigen von Frau Schmidt. Lass uns sie erinnern an das, was du versprochen hast. Siehe, ich bin bei euch, auch in eurer Trauer. Weil du mit uns gehst, Herr, dürfen wir ganz gewiss sein. Du bringst uns auch ans Ziel, zum Leben bei dir. Und alles, was uns sonst noch bewegt und beschäftigt, was uns freut, was uns bedrückt, bringen wir vor Gott, unseren Vater, mit den Worten, die Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen gemeinsam: Segne und behüte. Den Segen unseres Herrn stellen. Gott segne dich. Geh in dem Vertrauen, über deinem Leben steht Gottes Ja. Gott segne dich. Geh mit dem Mut, nicht von dem zu schweigen, was Gott für dich getan hat. Gott segne dich. Geh in der Gewissheit, du gehst nie allein. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche allen noch einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche.